Mitnichten muss jeder Schulterschmerz operiert werden. Der Hauptgrund bei jungen Patienten mit Schulterschmerzen sind im Prinzip Fehltrainingserscheinungen oder Überlastungsschmerzen. Beides ist häufig. Wenn man die Schulter trainiert, muss man immer wissen, dass die Gelenkkongruität sehr gering ist und wir praktisch einen Muskelbandapparat haben, der die Schulter zentriert und die gute Funktion und die gute Beweglichkeit der Schulter letztlich garantiert. Wenn wir jetzt unseren jungen Bodybuilder haben, unseren jungen Sportler, der praktisch übereifrig sich im Fitnessstudio die Gelenkmuskeln auftrainieren möchte, führt das häufig dazu, dass man ein asymmetrisches Training macht. Wenn man die Schulter trainieren möchte, muss man praktisch immer die gegenüberliegende Muskelpartie mitbespielen. Natürlich lädt es ein, hauptsächlich den Bizeps, den Trizeps und den sogenannten Delta-Muskel, der oben auf der Schulter liegt, zu trainieren. Man darf aber nicht vergessen, auch den Gegenspieler zu trainieren, denn ansonsten gerät dieses Gleichgewicht der Schulter aus dem Lot und das führt insbesondere bei jungen Patienten dann zu Schulterschmerzen. Das Gute an diesen Schulterschmerzen ist, dass sie relativ gut behandelt werden können. Bei älteren Menschen führt in der Regel die Schulterarthrose zu Schulterschmerzen. Was ist die Schulterarthrose? Das ist letztlich ein Verschleiß des Gelenkknorpels. Aufgrund dieses Gelenkknorpelverschleißes kommt es zu einer Immunreaktion und mit der Immunreaktion kommt Schmerzen in das Gelenk rein. Der Körper reagiert weiter. Es kommt zum weiteren Wegschmelzen des Knorpels und zu knöchernen Anbauten und insgesamt verliert der Kopf und die Pfanne ihre Kongruität, bedeutet, sie entrunden und damit schlagen sie immer wieder an Ecken an. Das bedeutet, wenn ältere Menschen Schulterschmerzen haben, ist das in der Regel arthrotisch bedingt und ein Arthrose-Schmerz ist in der Regel durch eine schlechte, schmerzhafte Beweglichkeit gekennzeichnet. Wie werden die Schulterschmerzen behandelt? Das ist eine sehr gute Frage. Man muss zunächst einmal den Grund für die Schulterschmerzen finden. Bei unserem jüngeren Patienten, der praktisch eine Fehltrainingsbelastung hat, ist natürlich keine Operation indiziert, das ist gar keine Frage. Hier geht es darum, dass gezieltes Training der jeweils gegenüberliegenden Muskelpartner aufgebaut wird und in der Regel erreichen sie hierunter wieder eine völlig beschwerdefreie Schulter. Etwas anderes ist es natürlich, wenn Sie starke strukturelle Veränderungen haben, wie beispielsweise bei der Schultergelenkarthrose, wenn die ein gewisses Maß erreicht hat, die Patienten schon über Nacht Schmerzen klagen und eine schlechte Funktionsbeweglichkeit haben und die Diagnose einer Schulterarthrose gesichert ist, dann kommt es häufig zu einem endoprothetischen Gelenkersatz. Und hier war es in der Vergangenheit so, dass Patienten immer wieder zusammengezuckt haben, wenn es um das Thema Schulterendoprothetik ging. Hüfte und Knie, das funktioniert immer gut. Die meisten haben im Kopf, nach einer Schulterprothese hat man einen wackelsteifen Arm. Das ist mittlerweile mitnichten so. Wir haben neue Prothesendesigns. Wir wissen und haben verstanden, wie wir die Schulterprothesen richtig und bei den richtigen Patienten auch einbauen und können damit mittlerweile mit sehr, sehr guten Ergebnissen aufwarten. Ich habe viele Patienten nach einer Endoprothese an der Schulter, wo sie nicht mehr erkennen, welche von beiden Seiten operiert worden ist.